Moin liebe Freunde, seid gegrüßt, recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr dabei seid. Heute habe ich für euch das Album Kapitel X von Dilorries. Das Ganze gibt es natürlich in der limitierten Fanbox zum Unboxing für euch von mir, wie gewohnt. Ja Freunde, das Album Kapitel X von Dilorries ist heute am Freitag, den 13. September erschienen. Ich habe mir die Box auf Amazon bestellt. Den Link zur Box zum Standardalbum und zum MP3-Download findet ihr natürlich wie gewohnt hier unten in der Videobeschreibung. Gut, packen wir das Ganze mal aus. Und als erstes schauen wir uns dann natürlich wie gewohnt das Boxdesign an. Ihr könnt mir gerne, während ich übrigens die Folie entferne, euren Lieblingssong von den Lochis unten in die Kommentare schreiben. Oder einfach mal ein bisschen sowas, was ihr von den Lochis haltet, beziehungsweise seid ihr große Fans oder interessieren euch die Lochis überhaupt nicht, dann schreibt mir das gerne einfach mal unten in die Kommentare. So, die Folie ist ab. Schauen wir uns erstmal, wie gesagt, das Boxdesign an. Wir haben auf dem Cover stehen die Lochis, dann sehen wir die beiden Interpreten, Heiko und Roman. Wer jetzt wer ist, habe ich keine Ahnung. Dann lesen wir Dilorries und den Albumtitel Kapitel X. Warum Kapitel X? Es ist das letzte Album, was Dilorries gemeinsam veröffentlicht werden oder zumindest unter diesem Namen. Zumindest soll mit Dilorries ja in Zukunft Schluss sein und deswegen ist es das letzte Album vorerst. Gut, dann haben wir stehen Hashtag Lochiversum. Since 2011. Lochiversum. Okay. Auf der Rückseite der Box sind die Inhalte aufgelistet. Album inklusive Bonustracks, Cap, Kette, handschriftlicher Abschiedsbrief, das klingt sehr dramatisch, signierte Autogrammkarte und Klebetattoo-Set. Okay, dann sehen wir noch den Barcode und die Credits. Gut, das war das Boxdesign. Jetzt schauen wir mal in die Box rein. Und als erstes kommt uns... Danke. Ah, okay, das ist der Abschiedsbrief. Dann haben wir hier das Cap, die Tattoos und natürlich erstmal das Wichtigste, Freunde, das Album. So sieht das Cover aus. Hier sehen wir die beiden Interpreten. Wie gesagt, ich weiß wirklich nie, wer ist Heiko oder Roman. Gut, auf dem Album haben wir insgesamt 16 Songs drauf. So sieht die CD aus. Kapitel X, Dilorries. Und wir schauen ins Booklet rein. Einfach ich. Könnt ihr euch an der Stelle einfach mal anhalten und durchlesen, wenn euch interessiert, was hier drin steht. Einfach ich, okay. Blinder Passagier. Ach, ich bin doof. Sorry, Freunde, das sind ja die Songs vom Album. Okay. Ich dachte, das wäre jetzt... ja, okay. Also, die Songs plus Songtexte. Und dazu ein paar Bilder und Cover. Die Lochis. Ja, zwei Häkchen. Fulltime-Job. Also die Songs und wie gesagt, die Songtexte dazu. Für alle, die die Songs gerne mitsingen wollen. Es wird bestimmt nochmal eine große Abschiedstour geben. Und bis dahin könnt ihr dann natürlich die Texte auswendig lernen mit dem Booklet. Game over. Und jetzt hier ist das Danke. Also das könnt ihr euch an der Stelle anhalten und durchlesen, wenn ihr wissen wollt, bei wem sich die Lochis alles bedankt haben. Vielleicht seid ihr ja sogar dabei. Okay, und hier sehen wir jetzt nochmal das X für Kapitel X. Gut, das war das Booklet. War jetzt nicht ganz so spannend. Aber gut, da schaut man sowieso ein, zwei Mal rein, wenn überhaupt. Kriege ich das jetzt hier wieder rein, verdammte Axt. Jetzt. So, also, das war das Album. Dann haben wir als nächstes eine Autogrammkarte
original unterschrieben. Die Loris, das Abschlussalbum Kapitel X. Und auf der Rückseite haben wir die Tourdaten. Los geht's am 19.09. in Berlin und am 28.09. in Dortmund endet die Tour. Okay. Geht alle auf die Tour, wenn ihr wollt. Oder auch nee, je nachdem. Dann haben wir als nächstes diese Klebetattoos. Ist jetzt auch wirklich häufig in Boxen drin, finde ich jetzt wirklich absolut nichts Besonderes. Also ich sag mal so, wenn man ein paar Aufkleber drin hätte, da hätte man vielleicht mehr davon als von solchen Aufklebetattoos, oder? Also zumindest finde ich. Also ich würde mir jetzt sowas nie draufkleben. Gut, ich bin jetzt auch keine 13, 14 Jahre mehr alt. Ja, das ist natürlich dem, wie soll ich sagen, den Zuhörern angepasst. Deswegen ist das schon okay, aber ich könnte jetzt nie viel damit anfangen. Obwohl die Loris für einen 5 € würde ich mir das auf die Stirn machen. Ja gut, okay. Also Klebetattoos. Dann haben wir hier noch das Cap in Weiß. Dann steht hier in oranger Schrift Kapitel X. Hier hinten haben wir das zum Einstellen von der Mütze. Okay. Hier lesen wir jetzt nochmal die Loris Kapitel X. Wir haben hergestellt in China und 100% Baumwolle. Okay, also hier sieht man jetzt das draufgestickte durch. Das ist natürlich dann kein Zeichen für eine gute Qualität. Eigentlich müsste hier nochmal ein extra Stoff sein. Das ist jetzt natürlich dann nicht ganz so hochwertig, aber es sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Obwohl ich jetzt ehrlich sagen muss, weiße Caps mag ich generell nie, weil da sieht man einfach sofort jeden Dreck drauf. Also wenn man da mal schwitzige Hände hat, dann hat man sofort irgendwie gelbe Flecken oder halt dreckige Hände sofort irgendwie dreckige Flecken. Das ist dann immer ja nicht so schön. Aber sonst für jeden, der es gerne mag, das Cappy. Gut, Freunde, da kommen wir jetzt noch zum Abschlussbrief, zum Abschiedsbrief. Den könnt ihr euch einfach mal an der Stelle auch anhalten und durchlesen. Obwohl, wisst ihr was, das lese ich euch jetzt einfach noch vor. Da ist sie, deine Albumbox von unserem dritten und letzten Album Kapitel X. Damit verabschieden wir uns von einer unvergesslichen und einmaligen Zeit als die Loris. Das Schöne ist, dass jedes Ende einen neuen Zauber innewohnt und genau das ist das, was uns antreibt. Nach vorn zu gehen, neues wagen, mutig zu sein. Packen wir es also an und stürzen uns in ein neues Abenteuer. Bist du dabei? PS, danke für einfach alles. Heiko und Roman. Ja, okay, ich finde jetzt persönlich, man hätte das als Abschiedsbrief schon ein bisschen anders gestalten können. Das ist jetzt nicht so lieblos. Das hätte man irgendwie anders machen sollen, aber ja, gut, okay. Haben sich wenigstens nochmal bedankt bei ihren Fans und ordnungsgemäß verabschiedet. Danke. Ja, Freunde, damit sind wir jetzt auch schon wieder durch mit dem Unboxing. Ich lege euch natürlich nochmal ganz kurz alles in die Übersicht, was ihr in der Box zum letzten Album von den Loris bekommt. Ihr bekommt diese Klebetattoos, dann den Abschiedsbrief, eine unterschriebene Autogrammkarte. Aber jetzt merke ich gerade, mir fehlt doch hier irgendwie was. Ah, jetzt hätte ich fast die Kette. Ich wollte gerade sagen, da war doch noch irgendwas. Hier ist jetzt noch eine Kette dabei, okay. Ja, es ist auch nichts Hochwertiges, also das ist wirklich ein Stück Metall mit. Was steht da drauf? Hairo, Hairo. Also wahrscheinlich die Abkürzung für Heiko und Roman, Kapitel X. Ja, was soll ich sagen, Freunde? Das ist ja nichts Hochwertiges, eine einfache Kette. Okay, also die Kette jetzt noch zum Schluss. Und damit haben wir jetzt wirklich alles aus der Box. Ganze tue ich hier natürlich wieder rein. Kette. So, den Rest hatte ich euch jetzt schon gezeigt. Natürlich das Album mit 16 Songs. Genau, 16 Songs. Und natürlich das Cap. Das Ganze gibt es in der Box zum Album Kapitel X. Ich persönlich, Freunde, muss sagen, die Box gefällt mir überhaupt nicht. Also die Box hat 44 € gekostet und meiner Meinung nach ist sie wirklich ein bisschen sehr mager. Also da hätte man ruhig noch ein bisschen was anderes reinpacken können. Ein paar Aufkleber, Poster, irgendwie was noch ein bisschen Persönlicheres. Vielleicht eine DVD über die letzten ja, 8 Jahre Loris oder sowas, dass man dann nochmal einen Rückblick kriegt oder ein Fotobuch mit den letzten
8 Jahren, also das wäre jetzt wirklich vielleicht interessanter gewesen, als jetzt so in Inhalte reinzufangen, diese billige Kette und dieses Cap ist okay, aber diese Kette und ja, diesen Brief. Na gut, aber es ist reine Geschmackssache. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zur Box unten in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, schreibt mir auch gern was zu den Lorries an sich rein. Findet ihr die gut? Mögt ihr ihre Musik? Oder ja, seid ihr jetzt vielleicht sogar sehr traurig, dass ihr aufhören mit Musik machen? Schreibt mir das einfach alles mal unten in die Kommentare. Und ansonsten, liebe Freunde, war es das soweit mit dem Unboxing. Schöne Grüße gehen natürlich raus an dieser Stelle an die Lorries. Viel Erfolg mit eurem letzten Album und natürlich weiterhin viel Erfolg. Und wir, liebe Freunde, sehen uns hoffentlich bald beim nächsten Video. Vielen Dank für euer Zusehen. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.